haben uns versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser auferstandener Herr Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, zusammen mit Pfarrer Schäfer und Pfarrer Vogt darf ich euch alle herzlich begrüßen zu diesem festlichen Ostergottesdienst am Ostermorgen hier in unserer Stadtkirche St. Cyriac. Ich grüße auch jene, die über Livestream mit uns verbunden sind. Wie die ersten Osterzeuginnen und Osterzeugen hören wir vom leeren Grab, hören wir davon, dass der Todgeglaubte lebt, dass der Stein weggerückt ist vom Grab und dass nichts mehr ist, wie es war. So können wir mit Paulus fast spöttisch fragen: Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo ist denn dein Stachel? Weil Christus in der Ohnmacht seiner gekreuzigten Liebe die Macht des Todes überwunden hat. Und an diesem Christus, diesem Auferstandenen, halten wir uns fest. Heute und an jedem Tag unseres Lebens wollen wir dies tun. Im Kyriegesang des Chores wollen wir ihn, unseren Herrn und Heiland, in unserer Mitte grüßen und um sein Erbarmen bitten. Ja, Herr, wir bitten, erbarme dich unser. Sünde und Schuld nimm von uns weg. Führe uns den Weg zum ewigen Leben. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mich geheilt und mit Freude umgeben Ewigkeit. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mich geheilt und mit Freude. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. So soll das Haus Aaron sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, mich geheilt und mit Freuden umgehört. Dir singt mein Herz und will nicht verschwunden.
selten der Gerechten. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit, damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, Heil und mit Freude umgehörten. Wir sind dein Herz und wir nicht verschwunden. Dir will ich singen in Ewigkeit. Ich danke dir, dass du, Herr, mich erhört hast. Du bist für mich zum Retter geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mich geheilt und mit Freude umgehört. Hier ist mein Herz und will ich es. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossee. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Sie stand draußen vor dem Grab und weinte.
Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabboni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Liebe Schwestern und Brüder, vom Prager Schriftsteller Franz Kafka gibt es diese kleine Fabel, die ich Ihnen vorlesen möchte. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagt die Katze und fraß sie. Ein Bild für unser Leben. Erst liegt es vor uns wie das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber dann werden im Lauf der Jahre die Mauern sichtbar. Sie treiben uns schließlich in die Enge. Von den ersten Minuten unseres Daseins an beginnen die entscheidenden Zellen des Körpers zu altern. Und keine Macht der Welt kann diesen Prozess umkehren. Wir können nichts und niemanden auf ewig festhalten. Am Ende der Mauern steht die Todesfalle. So oder so, es ist ihr nicht zu entkommen. Das ist unsere Situation, die Situation, von der das Evangelium ausgeht. Das Evangelium erzählt nicht von einem Osterspaziergang in der erwachenden Natur. Nein, Maria von Magdala ist auf dem Weg zum Grab, wie unser eins zum Friedhof geht. Blumen und Salben wird sie dabei haben. Grabe, der Herr ist tot, die Geschichte mit ihm zu Ende. Was bleibt ihr, was bleibt denn den Jüngern, denn noch anderes als Ratlosigkeit und Verzweiflung? Da ist allein dieser hilflose Versuch, mit Salben und duftenden Kräutern den Geruch der Verwesung zu bannen und die äußere Gestalt des Leichnams zu erhalten. Das ist alles. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen.
Hart wie der Stein vor dem Grab ist die Grenze, die das Leben vom Tod trennt. Und wir stehen heute bei all unserem technischen und medizinischen Fortschritt ebenso ohnmächtig und hilflos davor, wie Maria von Magdala, als er am Ostermorgen auf dem Weg zur Ruhestätte Jesu war. Der Tod ist unwiderruflich, das irdische Leben endet im Grab. Am Nullpunkt menschlicher Existenz aber, dort wo wir mit unseren Fähigkeiten buchstäblich am Ende sind, da beginnt Gott zu wirken. Ostern zu feiern heißt, ich glaube, dass der Stein ins Rollen kam, dass die Todesfalle ausgehebelt wurde durch den auferstandenen Christus. Seht, der Stein ist weggerückt, nichts ist, wie es war. Am Ort des Todes ergeht die Botschaft vom neuen Leben. Maria und die Jünger sahen und glaubten. Der Todgeglaubte lebt, unglaublich, aber wahr. Das Kreuz für uns, die wir an ihn glauben, Zeichen seiner maßlosen Liebe. Nicht Hass war die Reaktion Jesu, sondern Liebe. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Der Tod und seine Macht, er hat sich an Jesu Liebe totgelaufen, sodass Paulus eben fragt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Die Situation der Fabel von Franz Kafka ändert sich. Nein, der Tod selbst ist in die Enge getrieben worden. Er selbst sitzt in der Falle. In der Taufe sind wir hineingetaucht worden in das Wasser ewigen Lebens. Wir sind Erlöste. Wir sind durch Christus befreit. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Am Ende unserer Tage wird der Tod nicht das Ende sein, sondern der Anfang der neuen Wirklichkeit, die uns Gott bereitet und die wir Himmel nennen. Jesus Christus, dem Anführer der Erlösten, dürfen wir folgen. Tun wir das? Wenn ja, es hätte Konsequenzen. Dann werden wir uns nicht mit den Mächten des Todes einlassen oder abfinden. Dann werden wir für Frieden und Gerechtigkeit einstehen. Dann werden wir uns allem widersetzen, was Leben kaputt macht, was Menschen erniedrigt. Dann werden wir uns vom Gebot der Liebe leiten lassen, das Christus uns vorgelebt hat. Christus ist nicht gestorben und auferstanden, liebe Schwestern und Brüder, damit wir vorübergehend in Hochstimmung geraten, uns ein paar schöne Festtage machen und uns vom Osterhalleluja einlullen lassen. Dieser Auferstandene, der will in uns leben, der will unser Leben prägen, über diese Feiertage hinaus. Jesus vermag mehr als das Leben zu dekorieren und den Tod mit Kränzen und schönen Reden zu verbrämen. Er kann uns dem Tod entreißen, schon hier und jetzt. Der österliche Glaube macht uns widerständig, macht uns resilient gegen alle Resignation, gegen alle Hoffnungslosigkeit. Der österliche Glaube gibt uns einen festen Grund unter die Füße. Erlöst ist, wer an Christus glaubt. Mit ihm an der Seite ist unser Lebensweg keine Sackgasse mehr, wie sie uns Franz Kafka skizziert hat, in der wir uns festrennen, wo wir in der Falle sitzen. Es ist nicht mehr ein lebenslanges Unterwegssein Richtung Grab. Nein, mit Christus können wir glaubensstark und hoffnungsfroh unseren Lebensweg gehen, im festen Vertrauen, dass am Ende unserer Tage der Auferstandene auf uns wartet, der uns an jedem Tag unseres Lebens schon begleitet hat, dass er uns heimführt durch den Tod zum Leben, aus dem Dunkel ins Licht. Amen.
Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. In der Ohnmacht seiner gekreuzigten Liebe hat Christus die Macht des Todes überwunden. Er ist auferweckt worden, er lebt. Zu ihm beten wir, voll Vertrauen. Für alle Frauen und Männer, die im Dienst der kirchlichen Verkündigung stehen, dass sie nicht müde werden, die frohe Botschaft weiter zu sagen. Herr, höre uns, Christus. Herr, höre uns, Christus. Für die Mächtigen in Politik und Gesellschaft, dass sie sich um Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung bemühen und besonders die Benachteiligten und Schwächeren im Blick haben. Herr, höre uns, Christus. Herr, höre uns, Christus. Für unsere Pfarrei und Seelsorgeeinheit, dass wir eine lebendige Gemeinschaft bleiben, in der Menschen ihren Glauben leben können und Suchende sich angezogen fühlen. Für alle, die nicht wissen, an was sie glauben sollen und wo sie Halt in ihrem Leben finden, dass sie dich kennenlernen, der du Weg, Wahrheit und Leben bist. Erhebe uns, Christus. Erhebe uns, Christus. Für die Menschen überall dort, wo Krieg und Gewalt das Leben beherrschen, dass sie bald wieder in Frieden und ohne Angst leben können. Erhebe uns, Christus. Erhebe uns, Christus. Und wir beten für unsere lieben Verstorbenen, dass sie Heimat und Geborgenheit finden im himmlischen Vaterhaus. Erhebe uns, Christus. Erhebe uns, Christus. Ja, höre du auf unser Gebet, auferstandener Christus. Dir gilt unser Vertrauen, heute, an allen Tagen unseres Lebens, bis in deine Ewigkeit. Amen. Thank you.
lasset uns bieten. Herr, unser Gott, nimm die Gaben von Brot und Wein an, die wir in österlicher Freude darbringen für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich erleben und schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, der heiligen Maria Magdalena, dem heiligen Cyriak und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Daher wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Auferstandene trat in die Mitte seiner Jünger und sprach zu ihnen: Der Friede sei mit euch. Und so bitten auch wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus ist unser Osterlamm, Halleluja. Darum kommt und haltet Festmahl, Halleluja. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, gegen Ende unseres Ostergottesdienstes möchte ich ein herzliches Dankeschön hinaufschicken zur Empore, unserem Kirchenchor St. Cyriac, den Instrumentalisten, der Sopranistin Frau Verena Seid. Ich danke dem Tobias Götz an der Orgel und Ihnen, lieber Herr Bayer, für die musikalische Gesamtleitung. Vielen Dank und ein herzliches Vergelt's Gott und einen herzlichen Applaus da zur Empore hinauf. Ja, das wäre so ein Fest ohne die Musik. Von daher dürfen wir uns einfach freuen, dass wir unseren Kirchenchor haben und so eben auch die festliche Gestaltung solch eines Hochamtes. Ich lade herzlich noch ein, liebe Schwestern und Brüder, zur Mitfeier der Ostervesper heute um 18.30 Uhr hier in der Stadtkirche. Und morgen ist Abenteuerland-Gottesdienst, Emaus-Gottesdienst abends in Lautenbach. Also auch herzliche Einladung, den Ostermontag gottesdienstlich mitzufeiern. An meiner früheren Pfarrstelle in Rastatt war es üblich, dass, wenn ich den Leuten was zugesprochen habe, am Schluss des Gottesdienstes ein Wunsch, dass die Leute dann als gesagt haben, danke gleichfalls. Und wir versuchen das einfach jetzt mal, ob das auch in Oberkirch klappt. Also auch im Namen meiner Mitbrüder, Pfarrer Schäfer und Pfarrer Vogt, Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Dankeschön. Okay, dann bitte mal um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und aus der Dunkelheit des Todes befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch einst das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Gehet hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.